gegen Reaktionen der Natur vorzugehen, die eigentlich produziert wurden von einer Art Landwirtschaft, die darauf basiert ist, die Landwirtschaft so zu industrialisieren, wie man das in der Geschichte der Industrie auch kennt, also Arbeitsteilung, Wettbewerb, Marktwirtschaft, also diese Grundsätze, die dahinter stecken, und man geht davon aus, dass das möglich wäre, die Natur zu industrialisieren, also die Landwirtschaft zu industrialisieren. Also man schließt da die Frage aus, dass die Landwirtschaft abhängig ist von der Natur. Oder man könnte es auch anders formulieren, man hat im Laufe der Zeit Wissen so entwickelt, dass man geglaubt hätte oder geglaubt hat, dass man die Natur beherrschen kann und dass man alle Reaktionen der Natur kontrollieren kann, so ähnlich wie bei der Industrie, wo man es schafft, eine Art Produktion so herzustellen, die man isoliert von der Natur betrachten kann. Das heißt zunächst auch festzustellen, dass dieses Konzept der Technik oder sage ich mal der Umsetzung von Wissen auf ganz alte oder veraltete Theorien basiert. Man könnte sagen, wie Andrés Carrasco aus Argentinien, der bei uns war bei dieser Konferenz in Curitiba, diese Technik basiert mindestens auf einer veralteten Idee von 2 Jahrzehnten. Also mindestens 2 Jahrzehnten ist diese Grundidee veraltet. Dass man glaubt, man könnte in einem Erbgut ein Stück rausschneiden mit der Hilfe von Enzymen und dieses Stückchen wieder einbauen in einem anderen Lebewesen durch dann Tumoren, die man durch diese Bakterien, Agrobakterientum erfassen, also eine Bohnenbakterie, schafft und das wieder aktiviert durch Promotoren, die man dann einbaut. Und da immer noch geglaubt wird, dass es da nur eine Reaktion geben könnte. Genau die, die man sich wünscht. Und alle anderen Reaktionen wären auszuschließen. Also diese Grundidee ist mindestens 20 Jahre alt und schon lange überholt worden in der ganzen Geschichte der Naturwissenschaft. Also man weiß, dass Genen nicht nur für eine Eigenschaft zuständig sind, man hat auch es sehr schwierig, überall. Man kann es nur in einer Weise so darstellen, wie es im Labor funktioniert. Das heißt, im Labor, in kontrollierten Räumen hat man es geschafft, manche Reaktionen auszuschließen. Und deswegen basieren viele Wissenschaftler immer darauf, dass man Feldversuche machen muss. Aber diese Feldversuche führen dann immer wieder zur Kontamination in der Natur und man weiß ja nicht genau, was da stattfindet. Also man kann auch hier vielleicht dafür plädieren, dass Wissenschaftler kein Recht auf Kontamination haben, vorausgesetzt, dass die ganze Gemeinschaft, die da wohnt, die da lebt, damit einverstanden sein muss, wenn so einfach mit der Natur herumgespielt wird, ohne dass man weiß, was da passieren kann. Also da sind sehr viele Reaktionen zu erwarten von vornherein und man weiß auch, dass die Gene netzwerkartig funktionieren. Und dass es bei jedem Boden, bei jeder klimatischen, also bei den klimatischen Bedingungen nochmal anders ist. Also die Pflanzen, die werden sich auch anders anpassen. Man kann keine Standardisierung schaffen und so sagen, ja, jetzt wissen wir genau, wie diese Pflanze sich entwickelt. Wir wissen noch nicht mal genau, wie viel Toxin eigentlich in einer PP-Pflanze produziert wird. Also wie viel, wann genau, in welcher Zeit und was jetzt der Unterschied ist auch, wenn wir dann nochmal eine Pflanze haben, die gleichzeitig insektenresistent gemacht wurde, also dieses Toxin gegen Raupen drin hat und auch nochmal gegen bestimmten Herbiziden, also Unkrautvernichtungsmittel resistent gemacht wurde. Was das dann heißt, diese Kombination da in einer Pflanze drin zu haben, das war jetzt vereinfacht. Es wird ja noch schwieriger, wir haben ja nicht nur glyphosatresistenten Pflanzen, sondern auch glufosinatresistenten Pflanzen. Und vor der Zulassung in Brasilien steht jetzt die erste 2 Sorten der Orange-Soja oder Orange-Mais-Sorte, nennen wir es in Brasilien, weil sie resistent sind gegen die Chlorpheniciessigsäure, das ist ein Zusatzstoff von Agent Orange und deswegen nochmal ganz kompliziert, das zu verstehen, wie in einer Pflanze
drei Resistenzen eingebaut wurden, die gegen drei bestimmten Pestiziden wirken sollen und gleichzeitig nochmal eine insektenresistente Pflanze ist, die man von vornherein schon weiß, dass das an sich schon ein Problem ist. Also das alles zusammen führt ja dazu, dass man vielleicht gar keine zweite oder dritte Generation so erwarten kann, wie die Wünsche früher waren. Also es würden ja immer neue Generationen kommen, war mal der Wunsch. Die sind tatsächlich gekommen, aber diese neuen Generationen sind nichts anderes als eine Kombination von Technik, die vorhanden ist. Also es handelt sich immer noch um insektenresistenten Pflanzen, um herbizidresistenten Pflanzen. Um das Ganze nochmal oder anders zu formulieren, der Grundgedanke geht nicht von der Praxis aus. Es geht eher von einer Vorstellung aus, die in einer Theorie entwickelt wurde. So die Entdeckung der DNS, der Desoxyribonukleinsäure, als man festgestellt hat, dass es eine Reihenfolge an Genen gibt in jedem Erbgut und dass man dann versucht, eine Umsetzung dieser Erkenntnis mit Hilfe von Enzymen und von Bodenbakterien zu schaffen, sodass man Lebensarten kreuzt, die sich in der Natur nie kreuzen würden. Oder wenn es zu einer Mutation gekommen ist in der Geschichte der Pflanzen, hat sich ja die Mutation nur erhalten können, die anpassungsfähig war. Und hier haben wir gerade das Gegenteil. Das ist vielleicht schon das Erste, was wir in der Praxis feststellen müssen. Und dann gibt es immer wiederum diese ganze Diskussion, ob die Praxis jetzt wissenschaftlich untersucht wurde, ob die Erfahrungen der Bauern weltweit jetzt auch wissenschaftlich akzeptiert werden, ob Studien von bestimmten Wissenschaftlern anerkannt werden oder nicht. Also in diesem Bereich werden fast nur Studien anerkannt, die von den Agrarkonzernen bezahlt werden. Und das ist vielleicht auch ein entscheidender Punkt, um zu verstehen, warum so viele Menschen immer noch an diese veraltete Technik glauben. Es geht nicht nur um Glauben, es geht auch um Interesse. Also ganz einfach, man versucht mit Hilfe von Wissenschaft Interessen zu legitimieren. Und eine der ersten großen Interessen, die dahinter steckt, ist nämlich die Zunahme des Pestizideinsatzes. Nicht nur des bisher zugelassenen Pestizideinsatzes, sondern von Sorten, die verboten sind, die längst vom Markt weg waren, oder Sorten von Pestiziden, die ablaufen. Also da haben wir eine ganze Reihe von Beispielen, die ich hier aus unserer 10-jährigen Erfahrung Brasiliens nochmal mit Daten auch untermauern kann. Es geht nicht darum, den Pestizideinsatz zu reduzieren, von wegen ihn mal abzuschaffen. Das wäre auch vielleicht sehr kompliziert, es zu verstehen, dass Chefs, also die Chefs von Agrarkonzernen, von Monsanto, Syngenta, Pioneer, BASF, Bayer, Syngenta, sich eine Zukunft vorstellen würden, in deren sie nicht mehr Chemie verkaufen würden und gleichzeitig die Produktion von diesen Pestiziden so nach oben geführt haben. Also man hat gleichzeitig behauptet, man bräuchte keine Pestiziden mehr und auf der anderen Seite hat man so viel produziert wie noch nie. Also das ist eine ganz einfache Erkenntnis, dass man etwas wünscht, das nicht möglich ist, aber der Wunsch bleibt als Theorie im Gedanken und die Menschen hoffen sich es immer noch weiter, bei irgend, weiß ich nicht, welche Technik die kommen würde, um diese Reaktionen der Natur nochmal in den Griff zu kriegen, die eigentlich durch den Einsatz dieser Technik verursacht wurden. Also das Ganze ist vielleicht so schwierig zu verstehen, weil es absurd ist. Aber vielleicht so absurd, dass man es manchmal schwierig hat zu erklären, warum sowas gemacht wird. Also ich kann jetzt aus der Erfahrung der brasilianischen Biosicherheitskommission berichten, bei der ich seit 2 Jahren Mitglied bin. Diese Biosicherheitskommission, die mit Biosicherheit gar nichts zu tun hat, und das ist vielleicht bei anderen Kommissionen auch so, besteht aus 56 Wissenschaftlern, die mehrheitlich für den Einsatz dieser Technik zu bezeichnen sind, das auch schon in den letzten Jahrzehnten gemacht haben
Stipendien bekommen hatten, um diese Technik zu entwickeln, von diesen Agrarkonzernen sogar. Und nicht nur Stipendien, Preise, also Finanzierung von Labors, Finanzierung von Forschungsprojekten, das ist ganz offensichtlich. Und vielleicht noch schlimmer, dass alle Zulassungen, die wir bisher in Brasilien haben, ausschließlich auf Studien basieren, die von den Agrarkonzernen selbst entwickelt wurden. Es ist aber noch nicht schlimm genug, also nur auf die Studie, die auch einen Vorteil darstellen können. Alle anderen gescheiterten Studien bleiben geheim. Also gescheiterte Studien von den Konzernen selbst, die bleiben 10 Jahre geheim. Also so kann man nur über dieses Thema referieren oder vielleicht aus dieser Erfahrung erzählen, wenn man in dieser Kommission drin ist. Und dann immer noch mit dem Verdacht oder mit dem Problem, dass ich vielleicht selbst nicht mehr in dieser Kommission drin sein kann, wenn ich hier davon berichte, was dort eigentlich geheim ist. Also und dann von wegen Fortschritt in der Wissenschaft, wenn eine Studie, die einzige, die es gibt, geheim bleibt und nur die Studien, die etwas von Vorteil haben, präsentiert werden, dann bei der Zulassung. Es wird ja auch noch schlimmer, dass selbst die Kriterien zur Zulassung von den Agrarkonzernen bestimmt werden. Also da bleibt ja fast nichts mehr übrig. Und dass dann Minister, Regierungen gar nichts mehr da zu entscheiden haben. Es sind ein paar Wissenschaftler, die für ein ganzes Land entscheiden, ob diese Technik eingesetzt wird oder nicht. Und dann wird von Demokratie gesprochen in unserer modernen Zeit. Also es ist so eine Macht von ein paar Wissenschaftlern, die dann auch Politikern beraten, denn die meisten Politiker wissen auch wenig über dieses Thema. Also die meisten Entscheidungen der Politiker, die da noch getroffen werden, es sind ja gar nicht mehr so viele, denn meistens machen diese Kommissionen es ja schon selbst. Aber die wenigen Entscheidungen, die noch getroffen werden, sind dann meistens durch Berater so unterstützt, die auch wiederum in der Geschichte schon in diesem ganzen Konzept drin waren. Also es ist auch ein Wissensproblem. Also man kann davon ausgehen, dass in dieser Debatte man diskutieren muss oder sollte, wofür wir überhaupt noch Wissenschaft entwickeln oder was überhaupt noch mit Wissenschaft da drin ist eigentlich. Und das erste tolle Beispiel dafür hat vielleicht vor vielen Jahren Arthur Gustav festgestellt, als er zu der Idee gekommen ist, das Ganze zu hinterfragen, als er Kartoffeln an Tieren gefüttert hat und festgestellt hat, dass es da zu etwas Anormales gekommen ist. Dieser Verdacht oder diese erste Meldung, die dann schnell auch weg war von den Medien, ist immer noch eine ungeklärte Frage. Also warum Pflanzen, die durch Gentechnik erzeugt wurden, eher krank werden? Und das nächste wissen wir dann. Warum Pflanzen, die krank werden, eher angegriffen werden von Schädlingen? Und warum ein Boden, der fast als Substrat behandelt wird, fast tot gemacht wird durch den übermäßigen Einsatz von Pestiziden, dann als Reaktion Unkräuter erzeugt, die dann auch nochmal resistent werden gegen diese Spritzmittel. Also das ist, was ich mit Reaktionen der Natur meine. Und haben wir deutliche Beispiele. Also wir haben jetzt über 20 Sorten von Unkraut, das nicht mehr durch Glyphosat bekämpft wird. Und angeblich war das ja die Grundidee. Man würde es schaffen, durch gentechnisch veränderte Soja, das war am Anfang Soja, später auch Mais, Baumwolle, andere Pflanzen, die in der Lage sind, eine Dusche von Glyphosat zu ertragen, sage ich mal, diesen Giftstoff aufnehmen, aber es kommt nicht zur Hemmung des Stoffwechsels, was eigentlich ja das Effekt von Glyphosat ist. Also man hat es geschafft, diese Hemmung des Stoffwechsels bei Pflanzen zu verhindern und es wird trotzdem aufgenommen in der Pflanze
Das heißt, man hat mit Rückständen zu tun. Es gibt Rückstände bei Soja, wenn man Glyphosat auf sie drauf spritzt. Und die fachliche Praxis ist ja, man sollte es vor der Aussaat spritzen, 1 Liter pro Hektar. Und jetzt spritzt man 1 Liter vor der Aussaat, nochmal 1 Liter auf die Soja nach der Aussaat, selbstverständlich. Und dann stellt man fest, dass das Giftstoff nicht mehr selektiv agiert, wie man es bei anderen Giftstoffen hat, also diese selektiven Herbiziden. Es vernichtet nur das, oder zerstört nur das, was grün ist, also nicht Keime und so weiter. Dann wächst das Unkraut nochmal und dann hat man schon mal das dritte Mal Herbizide eingesetzt, dann ist es schon von Anfang an eine dreifache, also man hat 3-mal mehr Herbiziden gebraucht als vorher. Das ist aber nicht dabei geblieben, denn jetzt haben wir die resistenten Unkräuter und dann geht man davon aus, dass man stärkere Sorten von Glyphosat auf den Markt bringen soll. Also zum Beispiel mit mehr Tallowamin. Tallowamin ist vielleicht das Thema dabei, bei uns ist ja in Europa verboten in der Zeit. Tallowamin ist in jeder Roundup-Ready Formel, die in Brasilien verwendet wird. Tallowamin ist zuständig dafür, dass die Spannung der Oberfläche eines Gewebes reduziert wird, damit dieses Giftstoff Glyphosat eindringen kann. Und leider ist es so, dass immer von Glyphosat berichtet wird als Wirkstoff, der nicht so giftig sei als andere Gifte, sondern es wird wenig von Tallowamin gesprochen, was eigentlich viel giftiger ist oder viel problematischer ist. Besonders für dünnhäutigen Lebewesen, wie Frösche und Fische und Wasserorganismen, aber auch die menschliche Haut zum Beispiel. Da kommen manche Wissenschaftler auf diese tolle Idee, man könnte Glyphosat sogar trinken. Ne? Ja, ich auch oft immer gehört, also dass man es kann, weiß man, aber man sollte es ja nicht. Ne? Und die Idee, Glyphosat trinken zu können, dass es nicht so schlimm sei, als wenn man vielleicht drin baden würde, also in einem Fluss, wo sehr viel Glyphosat drin ist, ist dann auch eine Grundidee, die logisch ist. Also durch die Haut sind die Effekte viel schlimmer, als wenn man es trinken würde. Man sollte ja diese ganzen Experimente nicht machen. Aber man könnte es, sagen viele. Das zweite Problem dabei ist dann, was machen wir, wenn wir nicht mehr zurechtkommen mit Unkräutern, die resistent geworden sind gegen Glyphosat? Ich erinnere mich noch ganz schön an eine Reportage, also eine Diskussion beim Deutschlandfunk, als der damalige Sprecher von Monsanto Deutschlands, Andreas Dierfelder, mal dazu gefragt wurde. Und dann hat er geantwortet, man müsste den Wirkstoff wechseln. Also wenn Glyphosat zur Resistenz führt, dann muss man Wirkstoffe wechseln. Aber welche Wirkstoffe denn? Denn alle bisher bekannten Wirkstoffe, die man hat, war ja nach der Behauptung von Monsanto selbst, die seien haben zu Resistenzen geführt. Deswegen ist man zu dem Einsatz von Totalherbiziden gekommen. Jetzt soll die Antwort wieder heißen, wir würden jetzt wieder zurückkommen auf die Sorten von Pestiziden, die sowieso nicht mehr funktionieren. So, damals wurde ja nicht gesagt, welche Wirkstoffe. Jetzt haben wir es. Also diese Geschichte mit Agent Orange, also mit dem Zusatz von Agent Orange, diese 2,4-D-Geschichte zeigt ganz einfach, wir werden so fast wie ein Zwang, ein Sachzwang vielleicht, wieder Pestiziden verwenden, die längst weg sind von dem Markt. Und dann gibt es wieder so den Druck, wer kann ja jetzt dagegen sein? Denn man muss ja was tun. Also dann wird die Notsituation ausgerufen. Und in einer Notsituation muss man dann die Mittel ergreifen, die es gibt. Auch wenn das dann sehr problematisch ist bei den Auswirkungen auf Gesundheit und auf Umwelt. Also so kann ich jetzt auch davon berichten, was sei jetzt die Lösung bei dieser gegen Toxinen, BT-Toxinen resistente Raupe. Was überlegt man sich in Brasilien? Was kann man jetzt tun? Und dann ist die Antwort auch ganz toll.
Also es gibt noch einen Giftstoff. Das hat man aber nicht anwenden können, weil es in Brasilien verboten ist. Dieser Giftstoff heißt Emamectinbenzoat. Emamectinbenzoat wird von Syngenta produziert. Dann kommt man auch auf tolle Ideen, ne? Dann haben Kollegen von mir in der Biosicherheitskommission jetzt eine Verschwörungstheorie erfunden. Also sie behaupten, diese Raupe wäre aus Indien nach Brasilien geschleppt worden, als ob wir diese Raupe noch nie gehabt hätten. Es hat ja nicht nur im Bundesland Bahia damit zu tun, dass diese Raupe fast alles frisst, was grün ist. Also sie frisst Soja, Mais, sogar Unkraut. Man weiß jetzt gar nicht mehr, was sie genau frisst oder was sie nicht frisst. Und viele kommen auf die Idee, dass sie gar nicht da gewesen wäre. Und dann hat man schon eine Idee, um wieder zu begründen, warum man zu einem Schädling gekommen ist. Also anstatt mal zu akzeptieren, dass in der Geschichte der Biologie dieses Phänomen schon bekannt ist, dass es Insekten gibt, die immer wieder rum es schaffen, nach Tausenden von Insekten einer, der resistent wird, und der vermehrt sich dann, weil er lebend geblieben ist. Und dass man das nicht begreifen will, heißt ja schon, dass es eine veraltete Theorie ist. Also das ist genau dasselbe wie mit diesem Herbizideinsatz. Davon auszugehen, dass jetzt Glyphosat unendlich eingesetzt wird und nicht zu einer Resistenz führen würde, das ist ja eine Annahme, die alles das widerspricht, was man schon kennt aus der Naturwissenschaft in den letzten Jahrzehnten. Und dann auf die Idee zu kommen, wieder einen anderen Giftstoff einzusetzen, heißt ja wiederum, man hat daraus nichts gelernt. Denn danach kommt ja das Nächste. Dann haben wir eine Resistenz gegen Agent Orange Zusatzstoffe, sagen wir mal, 2,4-D. Das gibt es ja auch schon derzeit. Also wir haben schon mit Resistenzen gegen 2,4-D zu tun. Und es wird aber immer noch nicht begriffen, dass diese Falle, wie sie ja hier so schön dargestellt wird, also diese Gentechnik-Falle, viele Wissenschaftler auch so begeistert, dass sie immer noch sich wünschen, man würde ja dann zu einer nächsten Technik kommen, um dann diese Pflanzen wieder zu bekämpfen. So, jetzt ist es nicht so einfach mit Emamectinbenzoat, denn Emamectinbenzoat ist zunächst in Brasilien verboten aufgrund der schädlichen Auswirkungen auf das Nervensystem. Und das Bundesministerium für Landwirtschaft übernimmt nicht die Verantwortung für diese Auswirkung. Also es ist der Bauer daran schuld wieder, wenn er es einsetzt. Und ich habe mal nachgeforscht nach meinem ersten Vortrag in Deutschland, als ich zu dem Stoff gekommen bin und ich sagte immer mit dem Benzoat, das sei hier nicht bekannt. Ich habe ganz Tolles jetzt gefunden. Es gibt sogar eine Zulassung ab 1. Mai 2014 von der Europäischen Union. Also man bereitet sich doch schon mal vor, oder? Ich halte das für entscheidend. Denn es geht nicht nur darum, jetzt Glufosinat, der ja 2017 abläuft, vielleicht doch mal noch zu verlängern. Es kommt jetzt auch immer mit dem Benzoat, der bis 2024 zugelassen werden soll, also 10 Jahre, ab 1. Mai 2014. Dann kommt man auch auf Theorien, also wie hängt das jetzt alles zusammen? Also wir berichten in Brasilien von Emamectinbenzoat, ist bei uns verboten, und die Europäische Union lässt ihn jetzt zu. Auf welche Studien basiert diese Entscheidung? Also es wird ja auch in Italien, habe ich jetzt in Südtirol festgestellt, bei Obst verwendet. Es wird unter der Marke Affirm oder Revive von Syngenta als Neuigkeit präsentiert. Gegen Wickelwürmer oder wie sagt man das? Wickler, Apfelwickler, ganz genau. Und es soll auch gegen Maiszünsler wirken. Da steht es auch schon in der Präsentation von Syngenta. Kann man sich herunterladen von der Homepage. Also ist ja ganz toll, ne? Also wir sollen uns jetzt keine Gedanken machen, das wird ja nicht so schlimm, denn wenn es dazu kommt, dass die Unkräuter resistent werden gegen Glufosinat, was wir ja auch schon kennen, das gibt es bereits schon. Deshalb hat Bayer in Brasilien im Jahr 2006 nicht ihren Reis zulassen können, weil er
auf Glufosinat basiert war, mit einer tollen Idee. Sie wollten glufosinatresistenten Reis einführen, damit man den Naturreis, der viel mit mehr Nährstoffen verbunden ist, aber betrachtet wurde als Unkraut, damit man diesen Wildreis zerstören sollte. Aber dann kam man auf die Idee, ja, wie ist das dann? Wenn das zur Resistenz kommt, dann haben wir eine Auskreuzung von Reis und Wildreis. Und dann haben wir sowieso diese ganze Resistenzgeschichte nur beschleunigt. Und so ist es nicht zur Zulassung gekommen. Naja, jetzt kommt wieder durch diese Sorte 1507 die Geschichte mit Glufosinat auf Europa. Wo es gedacht wurde, das ist längst weg, diese Diskussion mit Glufosinat. Man weiß ja die Auswirkung auf die embryonale Entwicklung, also man würde nie auf die Idee kommen, wieder diese Stoffe zuzulassen. Bei 2,4-D-resistenten Pflanzen kommen die Wissenschaftler, ich weiß nicht, Wissenschaftler, ich sag mal Giftverkäufer von Down Agroscience auf die Idee zu berichten, dass es jetzt gar nicht mehr so der schlimme Stoff wäre, der in der Vergangenheit eingesetzt wurde. Also diese Dioxin-belastete 2,4-D. Es würden jetzt Sorten von 2,4-D auf den Markt kommen, die nicht mehr so giftig wären, also nicht mehr so dioxinbelastet. Die sind aber wiederum viel teurer als die anderen. Man weiß ja genau, welche eingesetzt werden. Das hatten wir auch schon bei Glyphosat. Also die Varianten, die am giftigsten waren, auch eingeschmuggelt aus Paraguay, hatten wir im Einsatz. Und genau das ist vielleicht wieder der Punkt. Dann haben wir dasselbe jetzt bei den BT-Pflanzen. Also wir haben schon mit einer Resistenz zu tun. Ich kann jetzt davon berichten, aus der Erfahrung Brasiliens, aus der Notsituation, derzeitigen Notsituation, die nur im Bundesland Bahia einen Schaden von 800 Millionen Euro angerichtet hat, diese Raupe. Und dann auf die Idee zu kommen, dass man diese Raupe eingeschleppt hätte, anstatt zu verstehen, warum sie zur resistenten Plage gekommen ist. Oder vielleicht noch schwieriger. Oder die erste Frage, die man sich überhaupt stellen muss. Was führt dazu, dass eine Raupe zu einem Schädling wird? Weil erstaunlich ist die Begründung der brasilianischen Regierung, also vom brasilianischen Landwirtschaftsministerium, um zu begründen, warum wir jetzt in dieser Notsituation diesen Import von Imamekin-Benzoat brauchen. Sie kommen auf eine Antwort, die ganz toll ist, nämlich durch die Ausrottung des Heerwurmes ist es zu diesem Schädling Baumwollkapseleule gekommen. Und wodurch haben wir den Heerwurm ausgerottet? Durch den Anbau der BT-Maispflanze, 18 Sorten davon. Und jetzt sollen wir einen Rückzugsraum schaffen, damit wir wieder einen Heerwurm vermehren, damit der Heerwurm in der Lage ist, als Fressfeind die Baumwollkapseleule zu fressen. Also das ist doch auch eine tolle Erkenntnis. Hätte man auch vielleicht vorher machen können, als die Spezialisten für Raupen in Brasilien, also für Lepidoptera, immer behaupteten, nein, es sei nur zielgerichtet Helicoverpasea, also nur der Baumwollkapselbohrer sei beschädigt und nicht anderen Arten von Raupen. Ist ja toll. Und hier wird auch immer wieder berichtet, es sei ja nur schädlich gegen Maiszünsler. Was dann passiert, wenn wir keinen Maiszünsler mehr haben, dann wissen wir auch nicht. Ne? Vielleicht kommen wir auch noch auf diese Erfahrung, wenn wir den Maiszünsler mal ausgerottet haben, was passiert dann? Vielleicht entdecken wir, dass er gar nicht so ein Schädling war, oder vielleicht stellen wir endlich mal die Frage, warum ist er zu einem Schädling geworden? Denn das ist vielleicht die entscheidende Frage, die man hier in Iphofen mal vor genug Jahren diskutiert hat. Und ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, da gab es einen Herrn Jakobsen auf dem Podium mit mir und er hat ja behauptet, und vielleicht behauptet er immer noch, dass es nicht zu einer Resistenz kommen würde. Und das Schlimmste daran ist, dass diese Wissenschaftler sagen, es sei sicher. Also so sicher ist es jetzt, dass wir eine Reihe von Insekten haben, weltweit, die resistent sind gegen Betetoxin. Also warum sollen wir jetzt Betetoxine verwenden,
Das hat einen Grund. Und der Grund ist immer wieder diese Grundidee, also diese Einstellung, man könnte ja nur noch mit der Gentechnik in der Landwirtschaft mit den Schädlingen und Unkräutern zurechtkommen. Das ist ja wieder tot. Auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, wir haben nach mehreren Jahren Erfahrung in Brasilien erlebt, dass nicht nur der Pestizideinsatz gestiegen ist, und das muss man dann hier ganz deutlich sagen, wie er gestiegen ist. Also wir hatten noch nie so viel Pestizideinsatz wie derzeit. Ich habe mal alle Zahlen jetzt, also alles das, was verkauft wird in einem Jahr, herausgegeben, diese Daten von dem brasilianischen Verband der Pestizidindustrie, also alles, was offiziell ist, nicht was geschmuggelt wird, das wird ja bestimmt dreimal mehr eingeschmuggelt als offiziell verkauft, also das ist auch schon eine Schätzung, lasse ich die mal weg. Also nur das, was offiziell verkauft wird, wenn man das alles auf die brasilianische Einwohner, 200 Millionen Menschen aufteilen würde, dann kommen wir auf die tolle Zahl, 5,2 Liter pro Einwohner pro Jahr. Das ist die Bilanz 10 Jahren Gentechnik von wegen Reduzierung des Pestizideinsatzes. Und das ist nicht nur bei uns so. Und dann muss man tatsächlich auch mal rechnen, was kostet das für ein Land? Und dann ist nicht nur Pestizideinsatz, der derzeit schon von 60% der Betriebskosten der meisten Bauern, also durchschnittlich 60% der Betriebskosten ausmacht. So viel hatten wir noch nie ausgegeben für Pestizide. Da muss man noch den Saatgutpreis dazu zählen. Also eine Erhöhung beim Saatgutpreis in den 10 Jahren von 246%. Muss man sich das mal rechnen. Was heißt das, so Schädlinge und Unkräuter zu bekämpfen? Und am Ende nochmal festzustellen, es nutzt gar nichts mehr. Also es gibt keine Wirkung mehr. Jetzt brauchen wir noch eine andere Generation, die noch viel teurer ist. Und dann kombinieren wir noch zwei anderen Giftstoffe. Als ob es nicht genug gewesen wäre mit dieser Glyphosat-Geschichte. Wo wir 5 Liter pro Hektar im Durchschnitt spritzen. In Argentinien 8 Liter. Was zu Rückständen beim Soja führt. Also diese Soja-Importen, die dann hier völlig belastet sind mit Pestiziden. Und vielleicht haben wir jetzt zum ersten Mal damit zu tun, dass auch Deutschland wieder Glyphosinat zurück importiert, was eigentlich hier produziert ist. Also dann weiß ich nicht mehr, wo die Chancen sind. Ich hatte vor ein paar Wochen, also vor 2 Wochen, einen Abgeordneten der CDU bei Trier war das, ein Landtagsabgeordneter, und der wusste ja nicht, wie ich da referieren würde, hat dann vor dem Vortrag sich bei mir beschwert, wie schlimm das sei, dass die Wissenschaftler in Deutschland ja alle abhauen müssen, wenn sie zum Thema Gentechnik forschen, und das wäre ja ganz schlimm, also die Chancen der Chemieindustrie hat er da vertreten wollen. Also ist ja eine Chance, ne? Wir produzieren jetzt Gift für Brasilien, dann kommt es wieder mit der Soja hier zurück und dann füttern wir das weiter. Also so toll sind diese Chancen jetzt. Also wenn es ganz so zugespitzt formuliert, wie Welthandel jetzt aussieht, ne? Wird hier in Leverkusen produziert, wird bei uns gespritzt, dann kommt sie wieder zurück, wird dann hier gefüttert und dann vielleicht exportieren wir die Hähnchen nochmal nach Afrika und dann geht das alles weiter. Vielleicht haben wir ja dort die Auswirkung zu sehen, weil hier kein Wissenschaftler bereit ist, mal zu sagen, wie viele Rückstände von Pestiziden bei dieser Soja drin sind. Das habe ich bisher noch nicht. Also, gibt es kein Institut in diesem Land, gibt es keinen Wissenschaftler, der das untersuchen könnte, ob nach 14 Tagen Verschiffung von Brasilien nach Deutschland die Rückstände jetzt aufgelöst wurden. Es gibt ja auch diese Theorie, Glyphosat löst sich auch in 14 Tagen. Beim Schiff hatten wir noch keine Erfahrung. Das könnte ja sein. Es gibt ja nur aus brasilianischer Sicht die Erkenntnis, wir haben 14 bis 33 Milligramm pro Kilo Glyphosat bei dieser Sorte. Ich kann aber als Wissenschaftler jetzt nicht behaupten, dass die hier so gefüttert sind. Ich weiß ja noch nicht mal, wie sie hier vermischt ankommen. Was, mit welchem Anteil da tatsächlich Gensoja drin ist, bei dem, was hier ankommt. Und nicht mal das weiß man. Und gleichzeitig wissen wir, dass man das getrennt machen könnte. Denn wir haben derzeit von den 81 Millionen Tonnen Soja pro Jahr, 81 Millionen Tonnen,
und es sollen in den nächsten 10 Jahren 94 Millionen Tonnen werden, dann werden wir Weltmeister beim Soja als Produzent. Und wir sind derzeit Weltmeister bei dem Export gentechnikfreier Soja. Denn wir haben von diesen 81 Millionen Tonnen Soja dieses Jahres 16 Millionen Tonnen gentechnikfreie Soja. So, dann ist auch die Frage vielleicht mal geklärt, dass es auch anders gehen kann. Wo ich es immer noch als viel sinnvoller halten würde, dass man gar keine Soja importiert. Denn das ist ja für das Land Brasiliens absurd, dass wir so viel Soja produzieren und es dann andersrum an Nahrungsmitteln fehlt. Wir haben auch für das Null-Hunger-Programm Schwarzbohnen importiert werden müssen, weil wir nicht ausreichend produzieren. Und Schwarzbohnen ist jeden Tag auf dem Teller. Ne? Naja, das heißt ja aber auch zu sehen, dass wir in diesen 10 Jahren Entwicklung gesehen haben, dass die Produkte, die wir durch herbizidresistenten Pflanzen erzeugen, pestizidbelastet sind. Das heißt, wir haben schlechtere Produkte. Nicht nur jetzt, was Pestizidbelastung angeht, sondern auch noch eine Soja, die weniger Eiweiß hat, als bei der normalen Pflanzenzüchtung. Woran das jetzt liegt, müssen wir auch erklären. Haben wir aber schon festgestellt. Also aus der gentechnisch veränderten Soja haben wir im Vergleich zur gentechnisch freien Soja immer weniger Eiweiß drin. Dann kommen wir Wissenschaftler auf eine Theorie, die vielleicht sowas erklären kann. Denn seit 1986 wissen wir, dass wenn wir mehr als 1 Liter Glyphosat pro Hektar spritzen, was ja vorgesehen ist von der guten fachlichen Praxis, derzeit spritzen wir 5 im Durchschnitt, dann werden wir die Fixierung von Stickstoff aus der Luft zerstören, die durch die Bakterien an den Wurzeln der Pflanzen, also durch die Knöllchenbakterien, diese Rhizobien, entstanden ist. Nach 40 Jahren Forschung, damit wir diese Sorten so entwickelt haben. Also Fixierung von Stickstoff hat einen Einfluss, einen direkten Einfluss auf die Eiweißbildung. Also wir produzieren nicht nur dann noch die teuerste Soja mit den meisten Pestiziden belastende Soja, auch noch eine Soja, die weniger Eiweiß hat, genau das, was dazu führt, dass sie importiert wird. So, das ist sowas von absurd, dass man immer noch die erste Frage vielleicht klären muss, die vielleicht die entscheidendste Frage immer noch für die Bauern ist, nämlich das Glauben an der Gentechnik, dass man dadurch den Ertrag steigern kann. Das ist auch eine tolle Argumentation. Es gibt immer wiederum wissenschaftliche Studien, die es belegen, also ich sage jetzt mal wissenschaftliche Studien, die sowas belegen, weil dann muss man fragen, wie sie stattgefunden haben, die belegen, dass man bei der Gensoja einen höheren Ertrag hat, als bei den gentechnisch freien. Das heißt, für die Bauern ist das ja toll. Man erwartet jetzt höhere Erträge. Es gibt nur ein Problemchen dabei. Die Theorie ist ganz toll, sie funktioniert aber nicht. In der Praxis haben wir keine Sorte, die ertragreicher ist. Das gibt es nicht. Worauf basiert dieser Glaube aber? Auf einer Idee, dass man durch gentechnisch veränderte Soja besser Unkraut bekämpfen kann. Da muss man nochmal im Detail hinschauen, wie man da zu den Ergebnissen gekommen ist, um zu beweisen, dass diese Soja produktiver ist, wenn man das bei den Erfahrungen der Bauern nicht sehen kann. So, man kann ja einen Hektar oder noch weniger an Gensoja anbauen, um zu vergleichen, wie viel da produziert wird im Vergleich zu den gentechnisch freien Soja. So, dann machen wir das einfach. Spritze dann Glyphosat auf die Gensoja, dann ist das Unkraut am Anfang, besonders als es noch funktioniert hat, ja, fast alles weg. Und bei der anderen Soja können wir ja kein Glyphosat rausspritzen. Wenn wir das tun würden, dann ist die Soja auch weg. Dann benutzt man hier anderen Herbiziden, die sowieso nicht mehr funktionieren, die man auf dem Markt hat und zu einer Resistenzbildung geführt haben, nach Jahrzehnten. Dann ist das ein tolles Beispiel. Dann haben wir bei der Gensoja höhere Erträge aufgrund der besseren Unkrautbekämpfung. Das ist dann die Erwartung, die damit verbunden ist.
Ich muss mich dann aber als Wissenschaftler damit auseinandersetzen und fragen, wie kann man etwas vergleichen, wenn man bei einem Experiment Glyphosat spritzt und bei einem anderen nicht. Also das sind ja unterschiedliche Bedingungen. Das heißt, für die Bauern, die tatsächlich mit sehr viel Unkraut zu tun haben, könnte es vielleicht zu einem höheren Ertrag kommen. Für die Bauern, die gar kein Unkraut haben, dann sagen viele Bauern, genau die Faulen haben jetzt einen Vorteil. Ne? Also die anderen, die dafür gesorgt haben, in Jahrzehnten lang Pflanzen zu beobachten, wie man zu einer Kontrolle kommt, damit es nicht übermäßiges Unkraut gibt, das über die Soja herauswächst und dann die Photosynthese zerstört durch den Schatten. Also wie kommt man dann auf die Idee, dass man alles tot haben will und nicht mal den Boden schützen soll durch diese Pflanzen? Und dann vergleicht man mal, wie würde es aussehen, wenn man das Unkraut alles raushacken würde bei beiden Experimenten. Und das haben wir getan bei vielen Experimenten. Und immer wiederum das festgestellt, was Charles Benbrook aus den USA schon seit 1996 berichtet hat. Alle gentechnisch veränderten Sorten unter selben Bedingungen gemessen haben 5 bis 10% weniger Ertrag. Ja, schon mal toll mit dieser Theorie. Aber jedes Mal, wenn ich interviewt werde, muss ich diese Sache einem Journalisten erklären. Und ich habe immer den Verdacht, dass das immer noch nicht verstanden ist. Weil es wird ja so dran geglaubt, dass man den Ertrag steigern kann. Und es gibt keinen Beweis dafür. Bei insektenresistenten Pflanzen ist es dasselbe. Man kann nur davon ausgehen, dass es dann eine Ertragssteigerung gibt, oder man könnte maximal von Erhaltung des Ertrags sprechen, wenn bei dem Vergleich ein Schädlingsbefall zu sehen ist. Also nur da. Wenn man dann vergleicht, hier haben wir zur Kontrolle Gentechnik freie Mais und da lassen wir mal den Maiszünsler alles auffressen, was es da so gibt. Und bei dem anderen vergleichen wir mit PT-Mais. Und dann haben wir tatsächlich eine Erhaltung des Ertrages aufgrund der besseren Insektizidbekämpfung. In den ersten Jahren, nach 10 Jahren, nutzt das auch nicht mehr. Aber das ist der einzige Grund. Aber da, um festzustellen, dass es vielleicht doch einen höheren Ertrag geben könnte. Die Frage ist dann aber, wie schafft man es, die Medien weltweit mit falschen Informationen zu versorgen? Oder Politikern weltweit mit solchen unwissenschaftlichen Studien zu Entscheidungen zu bringen? Also das ist schon mal etwas ganz Besonderes und ich glaube, es gibt keinen Bereich in der Geschichte der Wissenschaft, wo man so eine Vernetzung oder so eine Verstrickung zwischen Agrarkonzernen, Wissenschaftler und Politik hat. Also das ist fast unmöglich, da unabhängig zu forschen. Und als ich 2006 meine Doktorarbeit fertig hatte und dann nach Brasilien ging, als ich die letzten Vorträge hier hatte, war immer so die Frage, wäre es vielleicht möglich, dass man in Deutschland an jeder Universität ein Institut hat, das unabhängig forscht. Also ohne Drittmittelgelder, ohne von den Agrarkonzernen Labors finanziert bekommen. Also das war für mich eine große Hoffnung damals. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hat. So bin ich so froh gewesen, dass ich 2009 in Brasilien zur Gründung einer neuen Universität berufen wurde, also in der Gründungskommission der Universidade Federal da Fronteira Sul, die ganz als Universität unabhängig aufgebaut wird, auf 6 Campi und sich mit nachhaltiger Landwirtschaft beschäftigt. Das ist vielleicht auch einmalig. Für ein Land, das so viele Bauern hat, aber immer noch so wenig diese Bauern unterstützt. Man muss sich mal vorstellen, wir haben Großbauern, das heißt über 2500 Hektar. 3% davon, diese 3%, verfügen über 61% der Landfläche.
der Land, also der Anbaufläche. Andersrum haben wir 68% der Bauern, die unter 100 Hektar haben. Das wird in Brasilien als Kleinbauer bezeichnet. Und die verfügen über 5% der Anbaufläche und produzieren 87% unserer Nahrungsmittel. Also dieses Bild Brasiliens, das immer noch das widerspiegelt, was seit 500 Jahren Kolonisierung bei uns heißt, versuchen wir jetzt seit 10 Jahren so langsam zu verändern, indem man die Spielräume so nutzt, auch so widersprüchlich es sein kann, um diese kleinbäuerliche Landwirtschaft zu erhalten. Andersrum muss man aber auch sagen, diese 3% Großgrundbesitzer haben 2/3 des Parlaments in Brasilien als Abgeordnete. Die absolute Mehrheit in der Judikative, die gar nicht gewählt wird. Und die meisten Landesregierungen. Und man hat es geschafft, in einem präsidialen System 2002 ein Arbeiter aus dem Nordosten ohne Hochschulausbildung, Luiz Inácio Lula da Silva, als Präsident zu haben. Nach drei Niederlagen ein viertes Mal gewählt worden und jetzt die erste Regierung von der Präsidentin Dilma Rousseff und die vielleicht dadurch bezeichnet werden kann, dass sie den Mut hatte, einmalig für Brasilien einen nationalen Plan zur Förderung der ökologischen Landwirtschaft anzukündigen. Und jetzt im Oktober mit 3 Milliarden Euro zur Förderung der Produktion ökologischer Nahrungsmittel, der Vermarktung, regionaler Vermarktung, die Verarbeitung von Produkten vor Ort, damit man auch eine Wertschöpfung hat und bessere Einkommen für diese Kleinbauern da. Und die Regierung kauft die Nahrungsmittel auf. Das ist auch ganz wichtig. So, damit man 23 Millionen Menschen, die hungern in Brasilien, an Leben erhalten konnte. Vielleicht ist das das einzige Land auf der Welt, wo der Hunger zurückgegangen ist, nach 20 Jahren Gentechnik. Und vielleicht ist das auch das Widersprüchlichste überhaupt, denn da in dem Land gerade hatte man ein Programm eingeführt, das Programm Null Hunger, dessen Leiter damals heute der Sprecher oder Vorstandsvorsitzender der Welternährungsorganisation ist, José Graziano da Silva, und dass man jetzt versucht, nicht nur jetzt Hungernden am Leben zu erhalten, denn es sind ganz viele davon, die Bauern selbst, die nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu ernähren, die mit Lebensmittelpakets jetzt versorgt wurden. Nach 10 Jahren. Und jetzt hat man es geschafft, endlich, dass die Bauern unterstützt werden, um dort zu produzieren, wo dann auch die Regierung es aufkauft und in allen öffentlichen Einrichtungen, sage ich mal, integriert. Zum Beispiel alle öffentlichen Schulen, Universitäten müssen mindestens 30% regional, lokal von den Kleinbauern die Lebensmittel aufkaufen. Ich habe ja gehört, in Deutschland gibt es vielleicht Produkte aus China, die an Schulen kommen. Also regional aufgebaut und die Regierung fördert dann diese Produktion. Aber noch wichtiger als das andere, als alles das, ist vielleicht, dass man in Wissen investiert. Also wie man es schaffen kann, durch Wissen ein Kompetenzzentrum zu entwickeln, damit man die Agrarberatung auch umstellt. Denn ich bin inzwischen davon überzeugt, dass das einer der größten Probleme ist, dass die meisten Agrarberater ja gar keine Berater sind. Und ich habe es ja selbst in meiner Geschichte. Ich bin ja selbst so ausgebildet worden und bin auch nicht der Einzige. Also José Lutzenberger, der mal bei BASF gearbeitet hat, der hat solche Agrarberater als Giftverkäufer bezeichnet. Deswegen habe ich diesen Begriff auch vorher hier in dem Vortrag eingebaut, aber ich muss ihn ja zitieren. Ne? José Lutzenberger sagte, dass es in Brasilien meistens Giftverkäufer gibt und sehr wenige Agrarberater. Wir machen das dann noch etwas deutlicher mit unserem Begriff
Assistencia Tecnica, das heißt Agrarberatung, und wir hätten nur Insistencia Tecnica. Also wenn man Bauern davon überredet, etwas zu kaufen, was sie gar nicht brauchen. Und vielleicht sind wir in der Zeit, wo das am meisten verkauft wird, was man gar nicht braucht. Und deswegen sind diese Strategien auch so vernetzt in der Wissenschaft, dass man Produkte entwickelt, die gar nicht für die Menschen gedacht sind, die etwas erwarten davon, sondern es sind andere Interessen, die viel größer sind auf dem Welthandel, und die muss man dann auch berücksichtigen. Vielleicht in dieser Hinsicht würde ich jetzt sagen, wir können zur Diskussion kommen, weil sonst habe ich auch das Problem, dass vielleicht hier so etwas wie ein Wissenstransfer stattfindet, was ich immer kritisch betrachte, weil jeder Wissenstransfer zur Abhängigkeit führt. Und das heißt ja auch, dass ich selbst nichts lerne und nicht überdenke und kritisch bleibe bei meiner Darstellung. Bei uns ist es wichtig, bei dieser Universität, die einmalig ist, dass wir auch mit deutschen Universitäten kooperieren, deswegen habe ich auch morgen ein Gespräch in Hohenheim, hatte ich letzte Woche auch mit der Hochschule Eberswalde. Es gibt ja in Deutschland ein paar Wissenschaftler und auch Institute. Es gibt ja, auch wenn es nicht alle Universitäten sind, die ein Institut haben, wo man da kooperieren kann, versuchen wir mit denen vernetzt zusammenzuarbeiten und vielleicht auch dieses Einmalige, das wir haben in Brasilien, so fordern, dass wir für das Land, aber auch beispielsweise für andere Länder Lateinamerikas etwas ganz Fortschrittliches aufbauen. Ich werde nur noch drei Hinweise auf diese Universität geben. Das erste ist, dass wir alle Schwerpunkte unserer Forschungspolitik mit den Bauern vor Ort bestimmt haben. Wir haben eine riesige Konferenz 2010 organisiert und werden das jetzt im nächsten Jahr wiederholen, mit 6000 Menschen, die daran beteiligt waren, damit wir Agrarökologie, Genossenschaftswesen, also Solidarwirtschaft, würde ich mal sagen. Das Wort Genossenschaftswesen ist ja auch von vielen Missverständnissen geprägt. Wir sagen eher Solidarwirtschaft, erneuerbare Energien, Menschenrechte, Lehrausbildung für Lehrer auf dem Land, ich weiß nicht, wie man das übersetzt, aber Fischerei, Ingenieurwesen, Umweltwissenschaften. Wir haben jetzt das erste Programm in Brasilien eingeführt zur Produktion von Biomilch. Also Biomilchproduktion wird bei uns als Postgraduierung angeboten an dieser Universität. Auch Master in Agrarökologie, in Umweltwissenschaften. Jetzt sind wir auch dabei bei Gesundheitswesen. Da ist vielleicht die größte Polemik auch entscheidend für das nächste Jahr mit den Wahlen, weil Brasilien das Programm Mehr Ärzte für Brasilien derzeit angekündigt hat. Das heißt zunächst, dass wir mehr Ärzte brauchen. Die werden wir jetzt nicht sofort ausbilden können, deswegen kommen ganz viele aus dem Ausland. Die Ärzte in Brasilien sind dann dagegen, tatsächlich. Ne? Die wollen ja nicht aufs Land, die wollen in den Hauptstädten bleiben und so. Und dann haben wir das erste Studien, der erste Studiengang Medizin, auch da bei uns. Verbindet sich dann mit dem ganzen Bereich Gesundheit, der anders aufgebaut werden muss. Also sich mit Gesundheit zu beschäftigen, anstatt mit Krankheiten. Auch der ganze Bereich Ernährungswissenschaften, wie das dann zusammenkommt, dass man vor Ort ein großes Zentrum aufbaut zur Prüfung von Produkten, die auf regionale Landwirtschaft basiert sind. Also dass die Produkte, die vor Ort basiert sind, nochmal von unserem Wissenschaftszentrum geprüft werden, damit die Bauern nicht wieder vor dem Problem stehen, es würde ja nach dem Gesetz gegen bestimmte Vorschriften stoßen, also nicht gesundheitlich und alles geprüft. So werden wir das auch tun. Und noch wichtiger ist, diese Geschichte ist abgesichert von der Bundesregierung. Also 100% unserer Forschungsgelder sind vom Ministerium für Forschung und vom Ministerium von Agrarentwicklung. Alle unsere 600 Professoren haben eine Stelle von 40 Stunden pro Woche, die aufgeteilt werden in Lehre, Forschung und Weiterbildung. Das hatten wir auch selten in Brasilien. Und es ist nicht möglich, einen Nebenjob zu haben oder einfach Drittmittelgelder zu bekommen. Das heißt, wir stehen sehr stark auf unabhängige, kritische Forschung und sind derzeit mit 6 Campi da in einem großen Gebiet, das so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland,
So wie wir einen Campus in Hamburg hätten, einen anderen in München und der Sitz des Rektorats in Berlin, so ungefähr ist es. Nördlich bis südlich haben wir 10 Stunden Autofahrt. Also es ist für Brasilien sehr wichtig, weil da gab es noch nie eine staatliche Uni. Und da genau sind die meisten Kleinbauern, da sind auch die meisten Indianervölker. Wir bauen jetzt einen Campus nur für Indianervölker auf. Auch für die Flüchtlinge aus Haiti haben wir jetzt was ganz Besonderes entwickelt. Ein Zentrum für Menschenrechte, das ist auch einmalig für Brasilien. Und genau da, wo es vorher noch nie möglich war, dass die Bauernsöhne und Töchter Hochschulstudium vor Ort haben. Ich musste auch weg und viele sind weggegangen und kommen jetzt zurück mit der Hoffnung, da eine neue Universität aufzubauen, die aus dem Kampf der Landlosenbewegung und der Kleinbauernbewegung via Campesina und Betracht zu entstanden ist. Die einzige nationale Universität, die von unten aufgebaut wird. Und das führt auch dazu, dass ich so optimistisch bin, mein lieber Harald Ebner, dass ich nach 10 oder 15 Jahren, dem ich immer referieren musste und sagte, da bin ich dagegen, kann ich jetzt mal sagen, okay, da bin ich dagegen, aber ich bin auch für etwas. Also ich bin hier für eine Universität, die sich für nachhaltige Entwicklung stark macht, für Menschenrechte, für ein ganzheitliches oder fachübergreifendes Forschen, dass man auch nicht agrarökologische Idioten produziert oder Fachidioten. Ne? Also dieses fachübergreifende Denken und dieses Netzwerkartige ist ja genau das, was die Natur uns auch zeigt, dass es so funktionieren kann. Und deswegen kann der Widerstand gegen die Gentechnik auch nur so funktionieren. Und vielleicht auch der Aufbau neuer Alternativen kann auch nur so funktionieren. Weil Bauern immer noch diese alte Gewohnheit haben, Wissen zu teilen, anstatt für sie zu behalten. Also Patentrechte sind für sie unbekannt in dem Sinne, weil es immer von der Gemeinschaft, also es ist ja eine Erzeugergemeinschaft, ne? Also wir haben es mit einer Gemeinschaft zu tun und nicht mit einer isolierten Betrachtung von Rechten auf Natur. Und das ist auch bei Wissenschaftlern vielleicht wichtig, dann ist es auch eine ethische Frage. Ob das öffentlich ist, was wir als Staat tun, denn in Brasilien haben wir immer noch damit zu tun, das öffentlich zu machen, was eigentlich nur staatlich ist. Und wir müssen den Staat entprivatisieren und vielleicht ist diese Universität ein tolles Beispiel aus der Erfahrung, die wir schon beim Weltsozialforum, beim Beteiligungshaushalt und so viele andere Erfahrungen in Brasilien gesammelt hatten und besonders wichtig aus dem Kampf der Bauern- und Landlosenbewegung der letzten Jahrzehnte, der auch nur zustande gekommen ist, weil es diese ganze internationale Zusammenarbeit gegeben hat. Also ich freue mich jetzt wieder aus Brasilien zurück zu sein, hier im Urlaub diese 12 Vorträge im Lande hier gehabt zu haben. Morgen ist noch eine und so etwas wie ein Stückchen, für mich ist das so etwas wie ein Stückchen zurückzugeben. Ne? Weil ich wurde ja hier durch die Entwicklungspolitik des Landes finanziert, durch den evangelischen Entwicklungsdienst damals, heute Brot für die Welt, und hatte dann auch die Möglichkeit hier mit den Menschen hier vor Ort zu verstehen, wie wichtig es ist, regional zu produzieren, regional zu vermarkten und vielleicht auch regional es zu schaffen, dass man nicht mehr von der Gentechnik oder von dieser ganzen Geschichte der Gentechnik gezwungen wird, etwas zu tun, was sowieso die meisten Konsumenten gar nicht wollen. Also besten Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe es ja vorgenommen ohne PowerPoint und hoffentlich haben alle es jetzt verstanden. Ich hätte gerne diese Raupe mitgebracht, dann hätten wir sie anschauen können, dann wird es immer nur dieses... Ich hätte es nur ein Bild dabei, weil sonst wäre ja ich aus vor dem Verdacht der Biopiraterie vielleicht jetzt. Ich weiß, dass es eine komische Theorie ist, aber wichtig ist, es zu erkennen. Europa braucht ja das nicht wiederholen, was wir in Brasilien schon seit 10 Jahren haben und wir zeigen es ganz deutlich aus der Praxis. Es funktioniert nicht. Ich habe in Jena an der Universität gehört, dass hier eigentlich an meisten Universitäten, das immer noch gesagt wird, das Kriterium, um Wissenschaft zu messen, die Praxis sei. Und das ist für mich das größte Problem bei der Gentechnik, dass da die Praxis mit der Theorie nicht übereinstimmt. Und mich wird immer öfter gefragt, was passiert dann, ne? Wenn die Theorie vielleicht in Ordnung ist, aber die Praxis nicht übereinstimmt. Dann ist die Theorie nicht in Ordnung, denn die ist dann falsch. Überaltert,
nicht ausreichend, und das ist das Problem von vornherein dieser Technik, die auch nicht anders funktionieren kann. Es geht nicht nur um die Umsetzung, es geht um eine andere Denkweise, die gegen das verstößt, was die Natur eigentlich darstellt und die Naturwissenschaftler eigentlich begreifen müssen. Vielen Dank. Ein wohlverdienter Beifall. Das zeigt, dass auch ohne PowerPoint-Präsentation, ich sag mal, die Inhalte und eine überzeugende, authentische Botschaft, die man mitzubringen hat, dann auch die Menschen fesseln kann und dass wir alle da was davon mitnehmen. Wer hätte gedacht, dass Gentechnik so ein vielfältiger Sprengsatz ist, dass daraus solche Projekte entstehen, die ja, wie wir am Ende gehört haben, viel mehr Dimensionen haben. Und ich glaube, diese Schlussbotschaft, die war für uns alle eine ganz furchtbar wichtige, dass eben nicht nur alles schlecht ist, sondern dass nicht nur in Brasilien, sondern auch wir was tun können und diesen Heilsversprechen eben was anderes, Positives entgegensetzen müssen, ein eigenes Heilsversprechen wegen mir, es geht auch anders. So, anders geht es auch in der Richtung, wie schon angekündigt. Ich bin überzeugt, dass es viele Fragen gibt, vielleicht auch Nachfragen, vielleicht gibt es noch die eine oder andere Verständnisfrage. Ich freue mich darauf, dass jetzt ein bisschen Rückmeldung kommt und wir noch ein paar interessante Antworten bekommen. So, jetzt habe ich schon zwei Wortmeldungen. Ich bin mal gespannt, ob es ohne Mikrofon geht, ansonsten kommen wir halt einfach. Eine Anmerkung zu der Diskrepanz zwischen Praxis und Wissenschaft. Ich weiß jetzt bloß nicht, sagen wir von welchem Wissenschaftler der stammt, das war ein Holzwirtschaftler. Und ich habe das irgendwo gelesen, der hat gesagt, wir haben jetzt ein ganz tolles Theoriegebäude, wie Holzwirtschaft funktioniert, aufgebaut. Und jetzt müssen wir nur noch die Praxis an dieses Theoriegebäude anpassen. Also auch diese Einstellung gibt es in der Wissenschaft. Okay. Also so wie ich Sie verstanden habe, ist es eben gelungen, in Brasilien diese unabhängige Universität aufzubauen. Sie arbeiten jetzt daran, dass wir in Deutschland uns daran orientieren können, zum Beispiel in Wohnheim und in Eberswalde. Jetzt frage ich Sie, wenn vom Bündnis Ulm, wie können wir Bauern, Bündnisse, Verbraucher, Sie denn dabei unterstützen, dass die deutschen Universitäten da in ihrem Sinne aufbauen und wieder arbeiten? Gibt es noch eine Sehr gut, wenn Sie aufstehen. Ja. Ich habe in der Zeit gelesen, in einem Artikel in der Zeit, dass nach Al Gore in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Aufbruchstimmung war. Insofern, dass die Menschen erkannt haben, dass eine Energiewende notwendig ist, weil der Klimawandel vonstatten geht. Und daraufhin hat, und das ist der amerikanischen Kohle, Gas und Erdöllobby gelungen, eine PR-Kampagne zu ergreifen, die heute dazu führt, nach über 10 Jahren, dass heute wieder der größte Teil aller Amerikaner glaubt, es gibt gar keinen Klimawandel. Man sieht, wenn man will, kann man. Und dann kann man auch renommierte Zeitungen dazu bringen, dass sie Irrtümer verbreiten, in den besten Glauben richtig zu handeln. Man braucht nur die richtigen PR-Leute. Also es geht hier eher um eine Frage, glaube ich. Habe ich das richtig verstanden? Ich bin ja mit den Anmerkungen einverstanden. Die Unterstützung Brasiliens hat eine ganz tolle Geschichte, ne? Es wird ja Brasilien in Anführungszeichen immer noch
unterstützt, dass wir da vielleicht ein Atomkraftwerk weiterbauen sollen. Also diese Art von Unterstützung brauchen wir nicht. Aber Deutschland hat es ja auch bei uns so entwickelt. Also in einer Region mit Erdbeben, also gerade da an der Küste, hätten wir was gelernt haben müssen. Und dieses Abkommen gibt es ja immer noch, diese Verhandlungen laufen immer noch zwischen deutscher Regierung und brasilianischer Regierung. Eine andere Geschichte, die dann viel mehr mit Landwirtschaft zu tun hat, ist diese Abhängigkeit, die Brasilien hat in fast allen diese großen Monokulturen. Also zum Beispiel, wir sind den größten Kaffeebohnenexporteur der Welt und Deutschland ohne eine Kaffeebohne anzubauen, ist der größte Kaffeeexporteur auf der Welt, wenn es gerüstet ist und industrialisiert wird. Ne? Also da gibt es dieses Problemchen, sage ich mal. Ne? Das ist dasselbe Problemchen, wenn man davon ausgeht, dass 87% der Bauern in Brasilien, der kleinen Bauern, also dass 87% der Lebensmittel von kleinen Bauern produziert werden, also von Bauern unter 100 Hektar, heißt es ja vielleicht zu sagen, ja die Bauern, das muss das denen doch gut gehen, wenn die 87% der Nahrungsmittel Brasiliens produzieren, für 200 Millionen Menschen, also das ist ja toll, ne? Also dann ist genau das Beispiel, was vorher hier auch von Herr Güller, ne? Hier deutlich erläutert wurde, was dann mit den Bauern vor Ort passiert, wenn man dort etwas produziert. Und das ist vielleicht auch ähnlich mit dem, was man in Deutschland mit Bauern hat, was dann der Endpreis eines Produktes heißt und was es heißt, wenn die Bauern es produzieren. Oder was spielt da eine Rolle da inzwischen? Ne? Also diese Vermarktungsketten, diese Verarbeitung, also diese Wertschöpfungsketten da, dass man sich da auch einsetzen muss. Und das ist genau der tolle Kontext, in dem wir leben, dass wir ein Ministerium für Agrarentwicklung haben, das ist das Ministerium für Kleinbauern. Ne? Wir haben ja das Ministerium für Landwirtschaft, das bekannt ist für das Ministerium für Großbauern. Und da ist es so unterschiedlich, dass das Ministerium für Großbauern immer die meisten Ressourcen hat mit den wenigsten Menschen auf dem Land. Ne? Und was man da tun kann, vielleicht ist da ganz wichtig, dass man bei diesen Handelsabkommen Einfluss nimmt, denn auch das TRIPS-Abkommen zum Beispiel, also diese Patentrechte, die wurden ja auch entschieden mit der Beteiligung von Regierungen hier aus Europa. Also dann wird mir immer sehr oft die Frage gestellt, was ist dann jetzt so neu in Brasilien, wenn man diese Entwicklung betrachtet. Ich hatte es in Uffenheim formuliert, oder was in Überlingen, ich weiß jetzt nicht genau, da wurde mir die Frage gestellt, was hatten die dann gemacht, oder was ist da passiert, dass es jetzt diesen Aufschwung gibt? Und ich musste ganz einfach sagen, ja, wir haben neue Regierungen gewählt. Also nicht nur bei uns, auch in Argentinien, in Ecuador, in Venezuela, in Uruguay, also in ganz Lateinamerika haben wir mit einem Trend zu tun, der doch manche Hoffnungen wecken kann. Also geschichtlich gesehen haben wir in Lateinamerika derzeit die fortschrittlichste Regierung. Von den Erwartungen sind wir weit weg. Ja, da gibt es immer noch ein paar Widersprüche. Aber von den Erwartungen her sind wir so weit davon entfernt, was wir eigentlich haben könnten. In einem Land, das so viele Naturressourcen hat, so eine Bodenfruchtbarkeit und so unterschiedlichen Klimazonen und so viele Bauern, die noch da sind und viele landlos sind. Wir haben noch 80 Millionen Hektar, die brach liegen. Also dieses ganze Potenzial, sich mal zu überlegen, was das Land machen könnte. Und dann kommt man auf die Idee, Soja zu produzieren oder Monokulturen für Europa zu produzieren. Also diese Abhängigkeitsgeschichte ist für mich vielleicht die schwierigste. Gestern hatte ich ein Interview bei Radio Mondiale in Lübeck und dann haben sie mir sofort, das war live, ich konnte ja nicht nachdenken, gefragt, was wünschen Sie sich dann über jetzt als Weihnachtsgeschenk von Brüssel? Ja, das ist jetzt eine Frage. Ne? Ja,
Ich hätte vielleicht sagen können, dass man dieses Handelsabkommen unterschreiben sollte. Aber vielleicht wäre das doch etwas viel Schwierigeres, als man würde diese Gesetzlücke einfach stoppen, dass Tierprodukte hier nicht gekennzeichnet werden, wenn sie von Tieren stammen, die mit Gensäure gefüttert wurden. Also das wäre vielleicht viel einfacher noch. Ne? Also es gibt ja viele Dinge, die man tun kann. Und gentechnikfreie Regionen zum Beispiel ist für mich das beste Beispiel, wenn ich in Brasilien zu dem Thema komme, was kann man tun? Also gentechnikfrei produzieren in großen Regionen, sodass man ein Ökosystem schafft, wo das auch möglich ist, der Kontamination etwas entgegenzusetzen. Bei den kleinen Betrieben geht es nicht so einfach in einer Insel, in einem großen Meer von gentechnisch veränderten Pflanzen. Und ich hoffe ja, dass es in Deutschland Universitäten gibt, die jetzt bezüglich unserer Erfahrung uns dabei helfen können. Also ich habe jetzt von Hohenheim gesprochen, ich habe von, ist erst morgen das Gespräch, aber wir versuchen ja, mit Eberswalde haben wir jetzt ein Gespräch, wir haben auch mit Kassel-Witzenhausen vielleicht die größte Gemeinsamkeit, so geschichtlich gesehen. Und mit Cordoba haben wir in Spanien, mit Eduardo Sevilla Guzmán, mit Altieri aus den USA. Wir haben jetzt eine internationale Kooperation unterschrieben mit dem Baskenland, was Genossenschaftswesen und Solidarwirtschaft betrifft. Also wir würden gerne dabei unterstützen, wenn es Forschungszentren gibt, die uns mit uns vernetzt sind oder uns Wissenschaftler auch stärken kann. Denn wir sind ja auch ein Netzwerk von Wissenschaftlern, anerkannt als Wissenschaftler, die sich für soziale und ökologische Verantwortung bekennen. Also das ist vielleicht auch wichtig. Wir können nicht nur isoliert forschen, wir müssen uns vereinigen. Und das ist jetzt, was ich vorhabe. Also seit 2010 versuche ich, das zu identifizieren, wo es an fortschrittlichen Universitäten was zum Anbieten gibt, also wo es sowas gibt. Vielleicht im Bereich der erneuerbaren Energien, und da habe ich ja begonnen mit der Frage der Atomkraft, hätten wir vielleicht von Deutschland das, was man am meisten lernen könnte. Also wo wir am meisten lernen müssten vielleicht. Denn wir haben so viel Sonne da, wie fast kein Land. Und den Bereich, in dem wir am wenigsten investieren, ist Solarenergie. Also wir haben diese Mythos immer noch der Wasserkraftwerke, der ja auch erneuerbar erscheinen kann, aber auf eine Zerstörung von Natur basiert ist, wie Taipu und diese großen Kraftwerke. Und andererseits diese Agrarsprit-Geschichte, die ja auch wieder auf Soja basiert, also aus Soja Biodiesel zu produzieren. Wenn Soja eine eiweißreiche Pflanze ist, die eiweißreichste, die es auf der Welt gibt, und mit einer der niedrigsten Ölanteile, also 17% im Vergleich zu anderen, die wir vor Ort haben. Also ich glaube, da in dem Bereich haben wir am meisten von Deutschland zu lernen, denn hier haben wir ganz viele Fortschritte, die bei uns eine große Bedeutung haben können, also nicht nur Nahrungsmittel zu produzieren, sondern auch die Frage der Energie. Da bin ich doch auf die Anmerkung gekommen. Jetzt würde ich noch eine kurze Runde, zwei Wortmeldungen, drei habe ich noch, würde ich die noch zulassen, eine vierte. Und dann müssen wir, glaube ich, zum Ende kommen. Die ABL möchte auch noch was sagen. Also, bitteschön, fangen wir da an. Also ich danke für diesen Vortrag. Ich möchte von meiner Seite noch was obendrauf setzen, dass der Sojaschroteinsatz in Deutschland zu mehr Antibiotikaeinsatz führt, dass wir durch den Sojaschroteinsatz dazu kommen, dass unsere Böden nicht mehr funktionieren und dass wir dann wieder die großen Konzerne gebrauchen, damit unsere Pflanzen wieder funktionieren wie vorher. Und wir bekommen noch eins dadurch, wir bekommen dadurch mehr Schwermetalle in den Boden rein. Und da darf ich an Sie appellieren, alle zusammen, es macht Sie krank, Alzheimer wird kommen, nicht mehr in unserer Generation, wir haben die Schwermetallaufnahme schon inne, zwischen dem 20. und dem 45. Lebensjahr werden die Schwermetalle aufgenommen, so, aber die nächste Generation, da liegt das Problem drin.
Und meine Frage ist, dieser Einsatz der Spritzmittel in Ihrem Land, ist der im Grundwasser nachweisbar und wie hoch ist er? Ja, ich finde es unheimlich klasse, was Sie alles erzählt haben. Und ich finde auch toll, dass sich der Herr Ebner so gut auskennt. Alle Achtung, ich vermisse aber, es wurde vorhin gesagt, was können wir machen, um hier diese Gentechnik zu verhindern? Und es kommt dieses, es wird die Freihandelszone, es wird schon heftig diskutiert hinter verschlossenen Türen. Und die Grünen haben dieses Thema noch nicht richtig transportiert. Der Herr Ebner ist der kleine Mann auf dem Land, der das super macht. Aber die Grünen müssen da noch richtig was tun, dass da hier was läuft. Ich höre von Berlin nichts und die anderen Parteien machen in der Richtung sowieso nichts. Also noch mehr pushen. Ja, Herr Professor Andreoli, für mich war auch sehr interessant, der ganze Vortrag war interessant, aber auch sehr interessant, was Sie angesprochen haben in Ihrer neuen Universität beim Aufbau mit dieser Vernetzung der verschiedenen Wissenschaftszweige. Und ich spreche auch Herrn Ebner an. Und wenn es nur eine kleine Anfrage ist an die Bundesregierung, wie sieht das eigentlich bei uns aus, das Thema Gesundheitswesen, sprich Medizin, zu verbinden, eben auch mit dem Thema Landwirtschaft, Gentechnik und so weiter. Der Einfluss, es wurde ja hier schon gesagt, mit Schwermetallen und so weiter, aber das wird einfach ignoriert. Ich kann das deshalb sagen, weil ich schon eine geraume Weile bei meinem alten Arbeitgeber versucht habe, einer Krankenkasse, da ein bisschen was zu erreichen. Aber da wird verwaltet, aber da wird nicht so sehr scheinbar diese Politik betrieben, dass man vernetzt denkt, dass man auch daran denkt, die Landwirtschaft entsprechend zu unterstützen. Ja? Und das würde mich interessieren. Und deshalb eigentlich keine Frage an Sie, sondern eine Bitte an Herrn Ebner, da vielleicht auch ein bisschen was zu tun. Ich selber werde auch diese Woche bei meinem alten Arbeitgeber wieder vorsprechen, wieder was tun. Und vielleicht hat es einen Wert. Hallo, ich mache es kurz. Ich bin Milchbauer aus Blafelde und es sind etliche Berufskollegen da, auch Bauern. Deshalb die Frage an Sie. Was gibt es für bekannte Auswirkungen an Milchvieh oder Mastvieh durch diese Pflanze? Und auch, was gibt es für Auswirkungen bei den Menschen, gesundheitlichen? Dass Sie da vielleicht mal noch ein wenig vorstellbare Beispiele bringen. Zunächst, das Grundwasser wird derzeit untersucht, auch bei uns. Wir haben jetzt erst seit 4 Jahren es geschafft, unsere Labors aufzubauen, in den naturwissenschaftlichen Bereichen alle. Jetzt muss man sich vorstellen, in 4 Jahren eine ganze Universität aufzubauen, dann nochmal evaluiert zu werden und von der brasilianischen Regierung anerkannt zu sein als die besten Labors für die Graduierung, also für die naturwissenschaftlichen Bereich. Und wir haben da eine große Oszillation, also es sind ganz viele unterschiedliche Daten schon herausgekommen. Aber vielleicht wichtig ist, dass in der Region, aus der ich komme, fast alle Wasserquellen verseucht sind. Also das ist schon mal eine erste ganz tolle Feststellung, die das widerspricht, was wir seit Jahrzehnten immer hören, dass Glyphosat sich abbaut, dass Glyphosat sich auflöst im Wasser, dass man es da gar nicht mehr findet nach ein paar Tagen. Und das
diese Theorie immer dazu geführt hat, ja, dass Monsanto dafür plädieren konnte, also biodegradabel, also dieses, dass es biologisch abbaubar ist. Sie mussten ja das wegnehmen vom Label. Die hatten ja damals vor Gericht verloren, weil die hatten keine wissenschaftliche Studie dazu. Die haben einfach behauptet, es sei so, und die Agrarberater haben das weiter erzählt. So einfach war das. Also sie sind ausgebildet worden von den Konzernen und haben was behauptet, ohne eine Studie zu haben. Und als sie es beweisen mussten, dann haben die ja nichts beweisen können. Und jetzt stellen wir wiederum das andere fest, also dass es zu sehr großen Problemen kommt. Und dann müsste ich vielleicht Andrés Carrasco hier erwähnen, das ist der wichtigste Wissenschaftler Lateinamerikas, der zu dem Thema forscht. In Deutschland gibt es ja auch, also ich habe jetzt gesehen, die Frau Krüger da in Leipzig macht da ganz vieles. Es gibt ja inzwischen ganz vieles zu Glyphosat. Ne? Also die Diskussion ist doch fortgeschritten. Und dann muss man hier auch eine Studie erwähnen, die Ende 2012 für sehr viel Aufregung unter Wissenschaftlern und auch in den Medien gesorgt hat. Das ist die Studie von Seralinit. Also aus Frankreich 2012 haben wir die erste Langzeitstudie. Man hat ja immer gesagt, es gibt noch keine Langzeitstudie. Langzeitstudie heißt jetzt eine Studie, die 2 Jahre lang stattgefunden hat, in dem Seralinit Ratten gefüttert hat, 200 Ratten, 2 Jahre lang, und festgestellt hat, dass sowohl Glyphosat als auch BT-Toxine zu Tumorenentwicklung führen kann. Diese Feststellung, ich finde das immer toll, wenn man so eine Feststellung hat, aber nicht, dass das toll ist, was man da feststellt, sondern dass man eine wissenschaftliche Studie hat, die derzeit sich mit anderen Wissenschaftlern, ja, dass der Seralinit sich so mit anderen Wissenschaftlern auseinandersetzt, weil die Studie wird ja von vornherein abgelehnt, von den meisten Wissenschaftlern. Und das ist auch ein merkwürdiges Vorgehen. Ich habe das mir immer vorgestellt, was würde dann passieren, wenn wir mal endlich eine Langzeitstudie haben. Das heißt ja nicht, dass das Langzeitstudie war, das was an der TU München stattgefunden hat, 2009, als man dort Kühen gefüttert hat und dann den Mais auf erhitzt hat auf 600 Grad und alles da getan hat, damit man den Toxingehalt runterbringen konnte, um zu beweisen, dass der Genmais ja nicht ungesünder sei als der andere. Und später ist man auf diese ganze Geschichte auch kritischer geworden. Es war eigentlich eine bestellte Studie von der TU München, und das ist auch öffentlich derzeit, dass da die Fehler so groß sind, dass man da sie gar nicht mehr als wissenschaftlich darstellen soll. Aber die Studie von Seralinit hat ja merkwürdigerweise zu 3 großen neuen Problemen hingewiesen. Das erste ist, nicht nur jetzt die Pestizide, die auf Pflanzen gespritzt werden, das war ja schon bekannt, dass diese Rückstände für gesundheitliche Probleme verantwortlich gemacht werden können. Zum Beispiel Malapesta aus Italien, Helene Dalle Grave aus Porto Alegre in Brasilien hat damals schon festgestellt, dass Ratten Entwicklungsprobleme haben, dass es zu Reproduktionsproblemen kommt. Also diese ganze Geschichte kennen wir schon, Auswirkungen von Glyphosat auf bestimmten Tieren. Andrés Carrasco hat das dann nochmal mit Menschen auch vor Ort, da gibt es Argentinier, die erzählen, was passiert jetzt mit den Leuten, die da seit 10, 15 Jahren davon betroffen sind, wenn da so viel Pestizide eingesetzt wird, besonders Glyphosat. Das Neue bei der Studie von Seralinit ist ja auch nur jetzt die Maispflanze genommen, ohne dass sie herbizidresistent ist. An sich, also auch der Mais, das ist jetzt der Mais 603, hat zu Tumorentwicklung geführt. Und dann ist die erste Ablehnung der Wissenschaftler die, dass behauptet wird, Seralinit hätte die falsche Ratten oder die falsche Rasse von Ratten ausgesucht. Also man kann das ja noch wissenschaftlich akzeptieren, dass es da eine Auseinandersetzung gibt, welche Rassen man da nehmen sollte. Seralinit sagt ja, gerade weil es da bei diesen Ratten mehr Tumoren gibt, hat man sie zum Vergleich genutzt,
um zu sehen, wo es dann zu mehr Tumoren kommt. Das war ja der Vorwurf, man hätte da die Ratten ausgesucht, die sowieso zu Tumorentwicklungen kommen. Man könnte vielleicht auch sagen, wir sind in einer Zeit, wo auch Tieren und Menschen genetisch so gesehen auch Tendenzen zu Tumorenentwicklungen haben. Also nicht nur diese Rasse von Ratten so gesehen. Aber viel wichtiger ist zu sagen, die Studie, auf die Zulassung dieser Mais basiert ist, und wir hatten es in Brasilien, ich kann es aus der Biosicherheitskommission hier auch berichten, waren genau mit diesen Ratten. Also Monsanto hat diese Rasse von Ratten 6 Wochen gefüttert. Und auf diese 6-wöchige Erfahrung hat man dann eine Schlussfolgerung gezogen, man würde hier eine Pflanze haben, die genauso gesund ist wie eine andere. Und Seralini stellt dann die zweite große Frage, bei einer 6-wöchigen Studie, ist das ausreichend? Denn er hat ja erst ab 4 Monaten festgestellt, welche Veränderungen es gibt. Also sind alle bisher durchgeführten Studien ja nicht mehr vergleichbar mit dem. Und das dritte ist, auch wenn Seralini vorgeworfen wird, diese Studie hätte wissenschaftliche Probleme, dann müsste man ja zur Schlussfolgerung kommen, dass diese Studie wiederholt werden muss. Und man hört gerade das Gegenteil. Man will nicht die Studie wiederholen. Was das dann aber für ein Wissenschaftsverständnis ist, zeigt dann aber ganz deutlich, man will zu Ergebnissen kommen, nur zu diesen Ergebnissen kommen, die die Theorie bestätigen. Alle anderen Schlussfolgerungen sind für diese Art von Wissenschaft nicht erwünscht und von daher sollen sie auch gar nicht veröffentlicht werden. Und das hatten wir schon in den Studien drin. Also wenn wir das mal berichten würden, was die Konzerne selbst festgestellt haben, bei ihren Fütterungsstudien, dann könnten wir vielleicht zurückgehen auf Münster damals, wo man vor Gericht gehen musste, um die Studien von Monsanto herauszukriegen, die sie selbst hatten und wo sie auch Probleme festgestellt hatten, die dann aber nicht veröffentlicht wurden. Und dann könnten wir vielleicht auf die Studie zurückkommen von Syngenta damals im Jahr 2002, als Gottfried Glöckner in Hessen diese ganze Geschichte da mit dem BT176 hatte. Was hatte damals Syngenta als Grund, aus dem Geschäft auszusteigen und dann sich auf Agrarchemikalien und Pharmaprodukten zu konzentrieren? Also das sind da auch tolle Geschichten, die wieder mit dieser Langzeitstudie jetzt von Seralini verbunden werden. Also die ganze Frage ist ja, warum haben wir bisher so wenige unabhängige Studien? Und wenn dann plötzlich eine einzige da ist, wird nicht versucht, an dieser Studie weiterzuarbeiten, sondern man lehnt sie von vornherein ab. Und das ist nicht nur bei Seralini, sondern es ist bei fast allen Wissenschaftlern, die versuchen, da unabhängig zu forschen. Also das jetzt nur zur Frage Auswirkungen auf Menschen. Ich könnte hier noch vieles hinzufügen, zum Beispiel, dass die Flora oder die Bakterien im Bauch, eine Daumenflora oder auch Magenflora, eine Kuh durch diese Rückstände von Glyphosat so beeinträchtigt werden, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, das zu verdauen, was sie da essen. Und dass das dasselbe auch nochmal im Boden zu sehen ist, dass man da das Leben im Boden, also das biologische Leben, also sagen wir die Biologie des Bodens, zerstört. Das Einzige, was in der Lage wäre, ist den Boden zu entgiften, dass man das auch noch zerstört. Dass man vielleicht auch dasselbe bei Menschen beobachten kann, das hatte auch Seralini damals festgestellt, bei menschlichen Embryonen kann man ja in Frankreich forschen dazu, ne? Hatte festgestellt, dass es zu einer Veränderung bei menschlichen Embryonen kommt, bei Glyphosat, auch wenn man ihn 100-mal verdünnen würde in Wasser. Also das, was man heute auf dem Markt beim Einsatz hat, wenn man ihn 100-mal verdünnen würde, hätte man immer noch einen sehr starken Einfluss auf die Veränderung von menschlichen Embryonen. Also da gibt es eine Reihe von Studien davon, und die sagen, dass man eigentlich Glyphosat verbieten sollte. Und da gibt es auch Regierungen, die dafür plädieren, weltweit Glyphosat zu verbieten. Aber andererseits kommt ja wieder der Versuch,
Glyphosat, Glufosinat, Emamectinbenzoat und wie sie alle heißen, wieder in Verkehr zu bringen. Und das wird dann politisch entschieden durch Wissenschaftler, die wiederum behaupten, sie seien ja nicht politisch. Jetzt wurde ich ja auch noch kurz gefragt oder angesprochen.